Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Resident Evil 4. Wir haben gerade letztes Mal Bekanntschaft gemacht mit den komischen Dynamittypen, die hier rumlaufen und die gar nicht angenehme Zeitgenossen sind. Also richtig gar nicht. Okay, hier geht's gar nicht rein ins Haus. Da oben ist aber noch irgendwas. Achso, nee, das haben wir schon. Hier versteckt sich keiner. Gut, das ist schon mal nicht schlecht, was hier. Oh, Pistol Muni. Brauchen wir. Wir haben. Falsch. Wir haben nämlich fast keine Pistol Muni mehr. Und wir haben grundsätzlich wenig Muni. Öffnen. Ja, ich brauche keine Kohle. Ich brauche einfach nur A, eine Möglichkeit zu speichern. Und B, eine Möglichkeit, mir irgendwie noch mehr Heilung und Muni zu besorgen. Also falls wir irgendwas kaufen könnten, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, mich dazu reinzuführen, wie man was kauft. Alter, muss ich da jetzt ernsthaft hier hinten stehen und schießen? Wahrscheinlich. Gott, ich habe eh so wenig Muni und jetzt muss ich das auch noch für so einen Dreck verschwenden. Gut, aber hier scheint es wenigstens weiterzugehen. War draußen noch großartig was? Das habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Nee, draußen haben wir alles. Das ist hier gar nicht so viel. Gott sei Dank. Ich hoffe, diese Dynamittypen bilden in dem Spiel eine große Ausnahme von der Regel. Weil ich gehe mir richtig am Sack. Okay, ich glaube, das ist jetzt keine gute Sache, was passieren wird. Da ich das glaube, werde ich die Schrotflinte ausrüsten. Bitte nicht. Ah, little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Ende von Kapitel 1.1. Das war jetzt erst das erste Kapitel, das erste Unterkapitel vom ersten Kapitel und es gibt insgesamt wahrscheinlich 5 bis 7 Kapitel zumindest so in die Richtung, wenn man nach Resident Evil 5 geht, wo das ja auch ähnlich aufgeteilt war. Trefferquote ist okay, getötete Gegner, ja. Echt nur 31? Zweimal gestorben bin ich, ja. Einmal letzten Part und einmal diesen. Solange ich nicht häufiger als einmal pro Part sterbe, ist das nicht weiter schlimm in meinen Augen. So, ich überspeichere das jetzt auch erstmal. Genau, speichern war erfolgreich. Und weiter geht's auch gleich. Feeble humans, let us give you our power. I'm unable to resist this intoxicating power. Hey. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another.
You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore a matar. Do something, cop! After you! Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Oh. Ist das der Typ, den wir gerade platt gemacht haben? Nein. Der ist ja tot. Alter, die Story wird schon cool, denke ich. Von dem bisschen, was ich halt schon gesehen habe. Lang, also ich glaube, so die nächsten 5 Minuten oder was kenne ich auch noch und dann wird's absolut blind. Wobei ich mich an diese Dynamit-Typen schon gar nicht mehr erinnert habe, wo... Over here, Stranger. What? Wobei der Typ, der das damals gemacht hat, wo ich es mal angeschaut habe, der hat diese Typen easy gemacht. Oh, nice. Was ist das hier? Was ist das? Sturmgewehr-Muni? Was? Sturmgewehr? Okay. So gar nicht Resident Evil-artig. Ja, 1-2 Schreibmaschine. Wir speichern recht oft, kommt mir vor. Oh, da vorne ist einer. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir haben auf jeden Fall nicht viel mehr Muni. Okay, die haben uns jetzt ordentlich weit von A nach B geholt. Okay. Na, mir soll's wurscht sein. Was mal war da mit U? Sekunde, ich löse A mal das aus. Und B, ich muss mir da auf der Karte nochmal kurz was anschauen. Was war das H? Händler, okay. Nice. Gut. Apropos des 5 von 20. Oder 5, 7 von 15, so. Keine Ahnung, kann nicht lesen. Gerade. Friedhof, aber Friedhof war man noch nicht. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, Stranger. Oh, nice. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremder, aber im Dorf hängen blaue Medaillen.
Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. Oh, nice. Das ist die Belohnung. Und wir können hier Sachen verkaufen. Nice. Ich glaube, ich sollte aber nichts verkaufen. Was? Wir können das Gewehr und so verkaufen. Spinell, zwar klein, aber dennoch wertvoll. Ich denke mal, das sind so Sachen, die man nur verkaufen kann. Ich behalte sich jetzt halt... Behalte mal einen. Ich denke, wenn ich das hier irgendwie sauber kriege, macht es mehr. Und da war auch noch was mit 3 Aushöhlungen, aber da steht, dass es wertvoll ist. Ich lasse das einfach mal so. So, und jetzt schauen wir mal. Aktenkoffer M. Ein mittelgroßer Aktenkoffer. Oh, das heißt, unser Inventar wird größer wahrscheinlich. Eine Schatzkarte im Dorf. Karte, auf der wertvolle Schätze im Dorf verzeichnet sind. Das könnte gut sein. Genauso werde ich hier das hier kaufen. Sturmgewehr könnt ihr mir auch kaufen. Raketenwerfer, aber das kann ich nicht, das ist zu teuer. Das habe ich alles schon. Okay, Erste-Hilfe-Spray kann ich mal kaufen, aber wir... Ich hoffe einfach, wir bekommen bald Heilung. Tunen. Was ist Tunen? Okay, wir können hier scheinbar upgraden. Feuerkraft, Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit und Kapazität. Feuerkraft wäre natürlich nice. Ich glaube, bei der Pistole werde ich erstmal Feuerkraft upgraden. So, und sonst kann ich eh nichts machen. Wobei doch... Numerischer bezeichnet Sekunden. Ja, komm, machen wir auch. Pistole werden wir wahrscheinlich länger brauchen. Oder ein bisschen zumindest noch. Hat der das auf seinem Rücken geschnallt? Ah ne, der steht einfach vor so einem blauen Feuerchen. Ich dachte gerade, das wäre ein bisschen strange. Gibt's hier auch wieder Stuff? Ja. Stuff. Okay, nur rotes Kraut. Wir haben zwar kein grünes, aber ich denke, das kommt bald. Hoffe ich zumindest. Reloaden. Schade, dass wir keine Muni kaufen können, sondern nur Muni verkaufen, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach, wenn wir einfach Muni verkaufen könnten. Ja, und da ist schon das grüne Kraut, das ich gerade noch wollte. Und ja, das ist schon ein bisschen größer. Nein, nicht untersuchen, sondern kombinieren. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen größer. Kann ich das eigentlich auch? Nein, ich kann das nicht zufällig drehen, oder? Glaube ich zwar nicht, aber ich meine, ich könnte ja theoretisch mal das hier machen. Und jetzt das hier und schon haben wir gut Platz gespart. Ich denke nämlich, wenn wir nicht mehr genug Platz haben, dass wir es aufnehmen, dann geht es gar nicht mehr zum Aufnehmen. Okay, das schaut sehr vertrauenserweckend aus. Finde ich gut. Ah ja, wir haben jetzt hier auch die Dorfkarte, also die Waffen, die Karte mit Schätzen. Hier ist nur keiner. Okay, da sind welche. Da sind welche, die ich aber nicht bekommen habe, scheinbar. Aber da scheinen wir nochmal hin zu können, weil da sind auch noch Schätze verzeichnet. Warum sind die... Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier sind im nächsten Areal dann noch Schätze vor der nächsten Schreibmaschine. Und zu der muss ich leider noch hinspielen in der heutigen Aufnahmesession. Weil ich kann jetzt hier nicht einfach den Part beenden. Also können schon, aber... Huh. Was geht jetzt ab? Wo ist die Hölle? Oh, nice. Nein. Oh, shit. Komm, mach an, was... Okay, das ist jetzt doof. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das hier.
Oh! Sehr gut. Genau. Sekunde. Nice. Ah, ihr seht, hm. Okay, das ist jetzt doof. Ich glaube, der lebt noch. Ich hoffe, ich kann... Ah, die sind tot. Sehr gut. Oh, Pistol Money. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ganz schön viele Typen hier. Erstmal da rein. Okay, ist keiner, aber hier ist Gewehrmuni. Sehr gut. Na, das Spiel geht langsam doch schon sehr Richtung Action. What the fuck? Nein, irgendwas. Raufklettern. Wo auch immer es hingeht, es kann nur besser werden. Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier umsatteln muss. Komm, da kommt wahrscheinlich nur einer hoch gleich. Was ist das hier? Keine Ahnung. Oh, Wappenrechte. Das wird wahrscheinlich sein, was sein, was ich brauche. Oh Gott! Nein, 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 nein. Rennen. Sehr gut. Oh, sehr gut, das hat die der Typ drüben getötet. Besäten. Und grünes Kraut. Und besäten. Wo seid ihr? Oh, nice. Okay. Die Hölle ist noch immer gerade unter uns. Ich werde mal eines verwenden, damit ich jetzt nicht abnippel, aus Dummheit oder aus sonstigen Gründen. Das war jetzt sehr intelligent. Habe ich mir einen Rückweg versperrt, aber... Oh, hier ist noch was. Gewehrmuni ist gut. Da war ich gerade drin, aber hier ist noch Pistolenmuni. Ist da was drin? Oh, eine Granate. Eine Blendgranate. Okay. Ah, da scheint es nichts zu geben. Okay, da ist gerade niemand. Warum ist die Musik immer noch so hardcore? Oh. Oh. Wo sind die Typen oder der Typ, die die Musik immer noch so hardcore machen? Also, kampftechnisch. Öffnen lässt sich nicht öffnen. Sieht aus, als ob... Ja, wir brauchen zwei Teile eines Wappens scheinbar. Wahrscheinlich ist das gemacht, dass ich hier nicht einfach durchrushen kann. Hä? Oh Gott! Hä? Oh, die können scheinbar nicht hoch genug werfen. Und deshalb bringen sie sich gegenseitig da unten um. Ah ne, das ist der Typ da drüben. Nice. Oh, sehr gut. Ich glaube, das ist eher da drin, was ich suche. Aber hier oben habt ihr noch was für mich. Wobei, es könnte auch hier sein. Oh! Haha. Gewehrmuni. Also das Gewehr ist, glaube ich, doch eine relativ gute Sache hier gerade. Oh Gott, nein. Runter. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Gut, dass wir relativ schnell hochkraxeln können. Schade, dass wir die Leiter hier nicht umwerfen können, aber...
Nein, 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 nein. Okay, muss mich schnell heilen, am besten mit dem hier. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Geh weg. Geht alle weg. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen Gewehrmunitionverschwendung. Dafür rüste ich jetzt eh schon wieder um, nachdem ich hier nachgeladen habe. Ach so, wir haben, ach so, doch, wir haben Pistolenmuni. Okay, irgendwo ist hier noch einer. Ich spüre, dass er ganz in der Nähe ist. Und zwar ganz, ganz in der Nähe. Vielleicht ist er da drin. Nein. Aber hier könnte das zweite Stück sein. Nein. Aber gelbes Kraut immerhin. Das heißt mehr Gesundheit das nächste Mal, wenn wir heilen. Ich kombiniere das deshalb auch gleich mit dem hier. So. Dann machen wir das hier, damit das schön aufgeräumt ausschaut. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein kleines Schätzchen, wovon ich keine Ahnung habe, wo es sein könnte. Oh, da oben ist noch einer. Haha. Ist der jetzt hier oben raufgefallen? Haha. Oh, jetzt. Jetzt ist wieder halbwegs ruhig. Sehr gut. Es heißt aber immer noch, dass wir das finden müssen, wo wir hin müssen. Meine Sekunde, ich muss mal hier auf der Karte nachschauen, weil das Areal ist sehr verwirrend. Okay, es gibt da drüben scheinbar am Anfang, wo wir waren, noch einen weiteren Weg. Wahrscheinlich sind die ganzen Typen, die ich gerade besiegt habe, von dort gekommen. Ich hoffe inständig, dass es... Ja, genau hier. Das ist stabil genug, die Brücke. Aber ich weiß es ja jetzt eigentlich schon, aber... Die Folge wird übrigens jetzt schon zu lange. Schade. Aber ich werde hier auch nochmal das zweite mir rausholen. Genau. Wappen linke Hälfte. Und jetzt würde ich sagen, mit beiden Wappen können wir da wahrscheinlich runtergehen. Runter. Runter. Und hier durch. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob hier dann gleich die Speichermaschine ist, die nächste. Nee, das dauert noch ein bisschen zu lange. Gut, dann wisst ihr was ich jetzt tun werde. Ich werde jetzt hier nochmal speichern gehen, und zwar an den Anfang dieses Levels. Und wir, weil ich möchte jetzt nicht das ganze Level nochmal nachspielen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal genau an der Tür da vorne. Bis dahin sage ich, ich hoffe, ich komme jetzt hier durch. Ja, gut, bis dahin sage ich, tschüss, Leute.